Ja, willkommen zurück zu Gordon Medicine. Miri wurde entführt in diese Höhle. Wir haben jetzt den Mönch, der uns hilft, der uns die Höhle auch aufgemacht hat. Also eilen wir mal hinein. Okay, direkt Empfangskomitee. Aber nur ein Bullcrew, der kann ja nichts. Ja, der Mönch macht dafür, dass er keine Waffe trägt, relativ gut Schaden, aber ich glaube, eine Waffe wäre für ihn trotzdem ganz gut. 11 Schaden ist auch nicht die Welt. What was that? It looked like a monster. Hickey, let's tell him. I bet he will help us. Reen told the monk the whole story. I see. Very interesting. So they were all kidnapped. Okay, I am fighting too. I never get to show, I mean, make good use of my powers and skills. I've sealed some great weapons further in. Let's go get them. Okay, neue Waffen, alles klar. Nox 2. Da könnte ich vielleicht mal Markus-Skill machen. Kein großes Problem, mir scheint. Ninja Buck. Warum auch immer das Ding Ninja Buck heißt, aber okay. Mehr aus wie ein Samurai-Bug. Bisher ist es sehr straightforward hier. Mehr Bot 2. Okay. S-Switch 2. Stimmt, die anderen Mehrbots konnten auch immer Verstärkung rufen. Okay, hier ist er nach oben. Ich weiß nicht, wo wir lang sollen, aber der erstbeste Weg ist meistens der falsche. Obwohl, das hat uns zur Treppe geführt, ne? Wir gucken erstmal. Und die falschen Wege will man zuerst gehen, man möchte die Schätze holen, ne? Der kann sogar heilen. Das ist gut. Hat er letztes auch schon erkannt, ehrlich gesagt. Nur vergessen zwischendurch. Ist ein bisschen überraschend zu sehen, dass er Magie nutzt. Wahrscheinlich ist es bei ihm nicht unbedingt Magie. In dem Sinne. Aber naja. Defeated. Ah, das ist eine Truhe, keine. Ich hab's von Weitem wie eine Treppe empfunden, die halt in unsere Richtung hochgeht.
Here it is. This is my weapon, the three-headed Donphar. Okay. Das ist gut, weil er ist jetzt schon ziemlich stark gewesen. Mit einer Waffe könnte er ziemlich abgehen. Jo, nochmal 50 Angriffspunkte mehr. Why not, I guess. Wir könnten mal vielleicht einmal eine Aura von Hickey wirken. Sind wieder alle ganz gut geheilt. So, die erste oder die zweite Abbiegung? Frage. Es wäre egal gewesen, oder? Ja, es wäre egal gewesen. Okay. Aber da oben war gerade so eine Einbuchtung in der Wand. Ist das nachher ein Schrock ab wieder raus, oder? Nach hoch kommen wir da jetzt hier gerade nicht. Was hier oben meine ich, ne? It's too high to climb. Okay. Okay, wir sind wieder im Stadtgebiet. Ist das dieselbe? Ist das dieselbe Stadt? Nee, oder? Unsicher. Dieselbe Mucke, glaube ich, deswegen. This is an artifact store. It's been many decades since I helped the last hero. I am a sentinel, ja, wissen wir schon. Ich habe, glaube ich, gar nichts zu kaufen, ne? Ehrlich gesagt. Herbs habe ich voll. Gab es die letztes Mal hier auch schon? Die Leiter? Bin ich nicht runtergegangen dafür? Mit der könnten wir wahrscheinlich da hochklettern, ne? Ich kaufe die mal. Können die nirgendwo rasten, ne? Wäre es also eigentlich klug, wenn ich jetzt einfach die Herbs benutze, mich voll heile und neue Herbs kaufe? Ich würde sagen, ja, ne? Machen wir mal eben. Ich glaube, ich kann die nirgends rasten. Kosten ja nicht viele Dinger. Bringen ja auch nicht mehr viel, wie schon oft gesagt, deswegen. Ich schätze mal, wir müssen jetzt zurück zu dem Punkt, oder? Aber ich meine, wie wäre ich darauf gekommen, dass hier eine Leiter ist? Hätte ich die vorher schon sehen können? Muss ich mit Leuten sprechen? Nicht, dass sie mir wichtige Informationen noch geben müssen. Und ist es überhaupt dieselbe Stadt? Nee. Nicht ganz, oder? I went to the North Factory with my dog one day, and I heard a kid's voice. It scared the hell out of me. Okay, die nördliche Fabrik. Das ist ein anderer Bereich der Stadt, ne? Ja, das ist anders hier. Okay. A sudden thunderstrike. Kids disappearing. It is like the end of the world or something. Nah, I'm just joking. Jetzt müssen wir wahrscheinlich in die Fabrik, hä? Huh? I heard about Quala. Man, that's creepy. Naja, das ist ein anderes Dorf. Oder irgendwie die südliche Bereich desselben Dorfes, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall nicht dasselbe. Nicht exakt derselbe Ort.
Ist nur Train, der kann es gerade egal sein. Hätte ich leider vorher gar nicht kaufen können, weil die erst hier in dieser Ortschaft aufgetaucht ist, ne? Macht dann ja Sinn. I saw a UFO today. Seriously, I see it every day now. Okay. UFO? Ich schätze mal, das hier ist die Fabrik. Aber die ist abgesperrt. Ja, dann schätze ich mal, wir sollen mit Hilfe der Leiter, die wir jetzt erst kaufen konnten, eben checken, ja. Ach, guck mal hier. Ja, wie viel wollen wir wetten, dass diese Höhle dieselbe Höhle ist und dass der Ausgang ist, wenn wir die Leiter da hochklettern? Gut, alles klar, wir kommen so in die Fabrik rein. Das heißt, wir sollen mit der Leiter den Ort da hochklettern. Was, wenn ich hier hochgehe? War ich da schon? Hier ist nichts, okay. Und speichern. Ich kann jederzeit in diesem Spiel speichern, auch wenn ich das immer wieder vergesse. Mein Gott, ist echt wichtig. Und die geht's charmed. Aber wir machen Krieg, deswegen ist es egal. Die Witch ist down. Bald mal wieder Level Up, wäre auch fein. Die Spells und so, ne? Ja, es ist zu high to climb, aber wir haben ja jetzt eine Leiter. Nice. Ich hab auch genug Kämpfe in der Höhle gehabt, ne? Lass mich ruhig durchgehen jetzt. Ja, schön, danke. Ich kann immer nicht wissen, wer als nächstes ein Level steigt, aber normalerweise müsste ich ein Level steigen, ne? Also fange ich mal an, meine Altzauber zu wirken. Ja, die Elixiere sind ja auch noch alle da. Klar könnte ich die auch außerhalb nutzen, aber ich kann ja besser mit den Zaubern haushalten, mit der Möglichkeit vielleicht ein Level zu steigen und die wieder aufgefüllt zu bekommen. Statt mit den Items, die ich ja nicht so wieder aufgefüllt bekomme, außer ich gehe sie kaufen. Oh Gott, Laufbandrätsel. Da schon mal eine Truhe, die machen wir auf. Ein Elixier, aber ich kann keins mehr tragen. Ja gut, wenn wir Schaden nehmen, kann ich das nutzen jetzt, ne? Twin Bug. Jetzt stapeln sie die einfach aufeinander, okay. Ja, ich darf auch zweimal angreifen, okay.
Ich gehe erstmal nicht mal auf die Laufbänder, bevor ich nicht weiß, wo das hinführt. Nova. Okay. Der ist ganz neu. Zaubern. Eiszaubern. Okay, das hat mich auch noch hier hingeführt. Dass die Truhe jetzt weiter liegen, ich werde nicht zurückkommen, dieses Elixier zu holen für eine Heilung, das ist es auch nicht wert. Das heißt, der nächste, der levelt, ist dann Hiki. Auch wenn es noch ein bisschen dauern wird. Weil wir müssen gerade auch nicht um mich heilen, ne? Ja. Vielleicht nach dem nächsten Kampf. It's locked. You can depend on me now. Allows you to obtain or open something you should not. Wow, cool. Teach me that move too. It's easy. Just yell, Qua. The hell, really? Damn it. This could have saved me. Okay, he gets auch Qua gelernt. Okay, jetzt ist natürlich die Mechanik auf Hiki rübergegangen, das heißt, wir werden den Mönch nicht ewig brauchen. Aber jetzt können wir mit ihm auch die Tür dann öffnen. Ist das ein Spell? Tatsächlich ein Heal-Spell sogar. Also es wird unter Heal gelistet, obwohl das wahrscheinlich nichts mit Healen zu tun hat. Schade eigentlich, es wäre besser, wenn es ein Attack-Spell gewesen wäre, ne? Ich hoffe mal inständig, dass er, wenn er mit Cars, mit diesen Car-Moves die Türen öffnet, dass das keine Aufladung kostet. Das wäre nämlich ein bisschen doof. Autsch. Beißt mal ein bisschen mich, damit sich die AOE-Heilungszauber lohnen. Lassen Sie mich da in Ruhe, okay? Ungünstig. Crit. Kann der Mönch auch noch leveln? Manchmal ist das in diesen Spielen so, also in diesem Spiel, in der JRPG so, dass dazukommende Charaktere, die nur kurzzeitig dabei sind, was beim Mönch mal stark davon ausgeht, dass es so ist, dass sie nicht leveln können. Bei hier Breath of Fire, sag ich schon, bei Dragon Quest war es ja teilweise auch so. Beim letzten, was ich gespielt habe, Dragon Quest 5, dass manchmal die Gastcharaktere nicht mitgelevelt haben, weil sie eh nur Gastcharaktere waren. Er ist auch schon Level 30. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der noch levelt, ist echt gering. Jetzt diesmal ein paar Items. So, das reicht schon. Ist hier noch was? Nein, gut. Okay, ich sehe hier Kinder wahrscheinlich und ein Monster. Und die werden aufs Laufband geworfen. Alles klar. Man, this sucks. That Hina brings a new kid every day. Alter, wie die da einfach... Oh, tschüss. Okay. More human kids. Yeah. Oh, it's you. You. Mhm. It's us.
Ach, nur in aller Bulgarien. Ah, nee, Bulgarien ist neu, oder? Bisher war es immer Bulcrew, nicht Bulgard. Mit seinem dicken Hammer. Inferno! Rest in peace, Mr. Bulgard. Das ist ein leicht unangenehmes Geräusch, aber okay. Ich gehe jetzt mal nach links, weil ich glaube, es ist aus der Truhe gekommen. Okay, das nutzen wir jetzt. Auch wenn es ein High-Elixier ist, aber das wäre blöd, das jetzt liegen zu lassen. Wir haben ein bisschen Schaden. Macht am meisten Sinn beim Mönch, ne? Der am meisten Schaden genommen bisher. Hier. Die gute Sarkenmedizin. Oh, Worker. Ich finde, das sind diese Typen, die durch Sound empfindlich waren, ne? Aber ich habe das Gefühl, weil die den Helm tragen, würde das nicht funktionieren, richtig? Ich teste es mal aus. Na, kein Effekt. Ich schätze mal wie den Helm. Er schützt die wahrscheinlich. Aber sie sind auch nicht allzu schwer. Also kein Problem. What are you gonna do with the kids? Transform them into monsters, of course. We don't have the monster power to invade this world. Damn you. You're going straight to hell. Hit, schön. Den erstbesten Laufbahnchance nutzen. Oder die erstbeste Laufbahnchance. Ich glaube, das Laufband führt nämlich direkt zurück, oder? Das wäre eine Falle gewesen. Ja, muss ich nicht haben. Da verzichte ich gerne drauf. Sagen, so langsam, wenn ich jetzt hier eine Treppe oder so finde, ja, eine Treppe, würde ich sagen, beenden wir die Folge hier. Nächstes Mal suchen wir weiter nach Miri. Danke euch fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.